Kack-6, meine Lieben. Technisch noch höherer Anspruch, ne? Es geht um gebackenes Eigelb. Normale Köche könnten es wie folgt machen. Das Ei trennen, Eigelb in eine Klarsichtfolie, vorher vielleicht ein bisschen Olivenöl ausgestrichen, zubinden, pochieren und danach panieren. Oder das Eigelb einfrieren. Normale Köche. Ich mache Küchenmagic. Soll ich schon? Kann ich schon? Zu früh? Eier trennen. Das ist richtig kulinarischer Zirkus, ne? Richtig fett, ne? Weißt du, wenn du die Großmutter mal überzeugen willst jetzt, ne? Dann haust den raus. Für Oma nur das Beste. Für Oma immer nur das Beste, mein Freund. Zärtlich ummanteln wir das Eigelb mit Semmelbrösel. Wie groß ist die Chance, dass du da eins kaputt machst? Die Chance ist groß. Aber ich habe doch gesagt, große Kulinarik. Eigelb Nummer 1. Eigelb Nummer 2. Schau mal, da sieht man, das ist schon Schrott, ne? Ja, schauen wir mal, ob das nichts ergeht, ne? Das vergessen wir mal, was da liegt, ne? Nein, nein, das ist schon nicht so ohne. Jetzt ein bisschen Mehl drauf, weißt? Ein bisschen in die Hand, ein bisschen so wälzen. Ja, und jetzt ins Eigelb. Ja, nochmal hier. Schau mal, schon wieder kaputt. Verflucht nochmal. Das ist kaputt, das ist kaputt, das ist kaputt. Können wir das rausschneiden? Nee. Können wir nicht? Nee. Das ist schon tricky. Und wenn es gleich aufgeht, scheiße, ne? Weißt du was? Wir überspringen den Tag und wir sehen uns morgen. Soll ich das jetzt durchziehen? Toll, wir haben gesehen, wir könnten, also wenn man will. Tak, 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 tak. Ich hab's. Ich hab eins. Stimme. Super. Okay. Weißt du, die größten Krieger sind auch schon mal gescheitert. Aber ich nicht. Ich zieh es durch. So. Pflanzenöl, ne? Satt, tak, 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 tak. Muss das heiß sein? Ja, das Fett sollte heiß sein. Danke, dass du mich erinnerst, ne? Okay, wenn man Oma begeistern will, dann Ältere Menschen haben ja nicht mehr so viel Hunger. Weißt du, ich weiß nicht, ob wir so unglaublich weit kommen mit diesem Format, ne? Wenn du so einen Scheiß redest. Hallo, Seniorenteller. Ja. Seniorenteller, geile Idee. Schau mal, ein Teller für ein Ei. Stellt euch mal den ansortierten Jungspinat vor. Ganz leichtes Knoblaucharoma, ja, und dann machst du noch so einen kleinen Kartoffelschaum, ja, und ein bisschen mit Trüffelaroma und oben drüber hobelst du Trüffel. Oh, das, jetzt nimmt's aber hier, ja, das nimmt, jetzt geht's los. Und jetzt hier, das ist aber ein Golden Nugget, oder? Schaut es mal an. Alter Verwalter, ne, da denke ich mir jetzt ja, okay, ich habe jetzt nur einen geschafft. Schaut ein bisschen dünn aus, ne? Warte mal schnell, Achtung, fertig. Mach mal Garnitur. Soll ich Garnitur machen? Ich habe aber nur meine Standardgarnitur von den letzten Tagen. Hast du gesehen? Auf geht's. Ja, oh hier. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Was hat Oma gesagt? Jetzt aber, ne? Oma hat gesagt, Ei und Maggi, ein geiles Zeug. Bis morgen. Scheiße, Alter. Das ist doch einfach hier. Dieser da wie diesen Eiern da. Ich hab doch gesagt, wir sollen die noch mal einfrieren. So kriege ich nie einen Job. Nie weiter da. Ach, du.